Vor knapp einem Jahr ist die Großbaustelle in Stegenwald offiziell eröffnet worden. Mittlerweile ist Halbzeit, der Bau ist zur Hälfte fertig. Der Bau geht gut voran, er läuft plangemäß. Wir sind sehr, sehr froh für die gute Zusammenarbeit mit den Partnern, mit den Gemeinden und ihren Vertretern, mit den betroffenen Anrainerinnen und Anrainern. Wir machen das Projekt gemeinsam mit Verbund, auch ein großer Profi auf dem Gebiet der Wasserkraft. Und ganz wichtig, es ist auch eine sichere Baustelle. Da achten wir auch sehr drauf. Wir wünschen uns vor allem für die zweite Halbzeit eine unfallfreie und zeitplangemäße Bauzeit, damit wir rasch Ökostrom aus Wasserkraft machen. Zu Beginn ist vor allem am Flussbett der Salzach gearbeitet worden. Mittlerweile sind ein Großteil des Stauraums sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen fertiggestellt. Und auch das Kraftwerk selbst nimmt Formen an. Man hat lange mal nichts gesehen. Jetzt sieht man endlich schon die ersten Betonblöcke. Das haben wir schon errichtet. Wir haben eine Zufahrt, wir haben einen Längsabbieger, wir haben die Baugruppenumschließung, die eigentlich der Startpunkt war, dass das Ganze ins Rollen kommt. Und jetzt sind wir eben schon im oberen Bereich des Betonbaus, wo wir als nächster die Brücke übers Krafthaus errichten werden. Die brauchen wir am 24.07. fertig, um die ersten Anlageteile einheben zu können. Da kommt dann die Turbine, der Stützschaufelring. Und das brauchen wir dringend, weil es in einem Stück kommt und wir dann erst den Zweitbeton rundherum bauen können. Mitte 2025 soll das Kraftwerk Stegenwald ans Netz gehen und wird dann rund 20.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom aus Wasserkraft versorgen. Ein wichtiger Schritt für die Energiezukunft im Bundesland Salzburg. Die Salzburger AG hat sich 6 strategische Ziele gesetzt. Eines davon ist die Verdopplung der eigenen erneuerbaren Erzeugung als wesentlicher Beitrag für die Energiewende in Salzburg. Da ist Wasserkraft ein großes Rückgrat, war ein großes Rückgrat, wird ein großes Rückgrat bleiben. Und Stegenwald ist da ein wunderbares Projekt, das zeigt, wie diese Wasserkraftentwicklung im Bundesland Salzburg die Energiewende vorantreibt. Also ganz genau unsere strategische Ausrichtung. Die Wasserkraft, wir haben Prognosen auch für die nächsten 100 Jahre. Das Wasser wird weiter vorhanden sein. Es wird jahreszeitlich etwas anders genutzt werden, aber die Wasserkraft ist beständig, ist planbar, mit fast 5.000, 6.000 Stunden im Jahr immer verfügbar. Und das ist deswegen so wichtig für das Bundesland Salzburg. Zur Bauhalbzeit durfte natürlich auch eine kleine Feier nicht fehlen. Gemeinsam mit dem Projektpartner Verbund, Gemeindevertretern und den Anrainern. Prinzipiell läuft die Zusammenarbeit allgemein mit den Anrainern sehr gut. Dafür ein Dankeschön auch von meiner Seite.